Hey, was war da denn los? Guckt mal da hinten. Da ist der Carryman, ne? Und was hat der Carryman da in der Hand, ne? Carry Klopapier. Guckt euch das mal an, wie der Carryman hier kommt. Servus, mein Freund. Servus. Kannst du dich erinnern? Ach, Klopapier, das ist aber schön, ne? Das letzte Mal, als du hier warst, hast du natürlich beim Einkauf durch den Chili-Cheese-Döner Toilettenpapier vergessen einzukaufen. Ja, das ist wichtig. Hab's mir jetzt überlegt, bring dich einfach mal eine mit. Dankeschön, ne? Wunderbar. Da nochmal Hand drauf. Bitte gerne. So, was machen wir nämlich jetzt eigentlich hier? Wir haben gestern auch den Kehlenschneider probiert. Das muss man noch dazu sagen, dieser Chili-Likör. Das Video kommt auch noch. Und heute früh ist uns aber aufgefallen, wir haben kein Klopapier mehr. Und der Carryman ist ja immer freundlich und nett. Und hat gesagt, ach kommt Jungs, ich gebe euch einfach mal eine Packung mit. Ne? Müsst ihr nicht leiden. Weil hier kann man ja auch scharf essen, da passt das auch gut dazu. Wir wurden eingeladen auch, dass wir mal die Dönernudeln testen. Hat er nämlich jetzt neu da, Carry Spezial Dönernudeln, einmal in der Box, einmal auf dem Teller, sind verschiedene Preise. Es gibt drei verschiedene Sorten. Hannes ist da, Isbo ist da. Wir wollen die heute mal testen auf dem Teller. Moin. Hallo Hannes hier, hallo Isbo. Wie immer hier, Carry Imbiss Heidemannstraße, glaube ich. Jetzt muss ich nochmal vorlaufen. Wie gesagt, drei Sorten. Und die wollen wir uns alle drei angucken und alle drei testen. Und er wird natürlich noch sagen, was es jedes Mal für eine Sorte ist. Nach was das schmecken soll, wir gucken das. Ich habe zwar gedacht, Dönernudeln, na gut, bisschen Dönerfleisch auf so Nudeln drauf, aber es sind schon mal andere Nudeln. Wirkt auch anders, seht ihr aber gleich, wenn es fertig ist. Hier Heidemannstraße, ne, kann man sehen, hier Carry-Imbiss am Start und hier Klopapier am Start, Klopapier Beste. Für die Jungs ist gesorgt. Da ist auch schon der erste Teller da, der Isbo freut sich, da ist Carryman. Was ist das jetzt genau? Also, wir haben hier die Carry-Spezial-Dönernudeln. Eben die Nudel Penne und dann haben wir als Zutaten drin ganz frisch gehackte Petersilie. Petersilie, ja. Mit ganz schönem frischen Knoblauch. Knoblauch. Den sieht man jetzt leider nicht. Dann haben wir eben noch Dönerfleisch. Dönerfleisch, genau. Habt ihr schon mal so einen Döner-Nudelteller gesehen? Ja? Bei uns gibt es ja auch mal Döner mit Nudeln, aber nie so. Sieht auf jeden Fall jetzt schon mal richtig gut aus. Isbo freut sich schon. Isbo, nimmst du mal den Teller entgegen. Ja, wir machen uns jetzt ja, erstmal drüber. So, Isbo, der Erste hier. Biere mal die Kuhn. Halt es fest. Auf jeden Fall ist es ja, erstmal heiß, was er sowieso immer gut findet. Ja. Schön heiß. Es dampft schön ja auch richtig toll. Ah, nice, richtig gut. Richtig aber gut. Wenigstens nicht scharf, ne? Ja. Das ist wichtig beim Isbo. Hannes, hau mal zu, willst du auch hier mal? Ja, probieren wir mal. Richtig gut. Das hat was. Oh, meine Finger brennen gleich ab. Komm, ich nehm. Ja, das vielleicht sollte derjenige, der isst, einfach den Teller immer selbst in die Hand nehmen. Warte nochmal so. So, Hannes, was sagst du? Was ist deine Meinung? Sehr geil. Schön würzig auch. Ja. Geschmacksmäßig top. Was ist denn das hier? Ist das Käsesoße oder was? Die Käsesoße. Ich dachte, Mozzarella ist auch mit drin. Also ist ein bisschen Käse da verlaufen, dass ihr da noch eine schöne cremige Note wohl dabei habt. Ja. Die sehen auf jeden Fall wieder verdammt gut aus, die Nudeln. Ja. Die schmecken auch verdammt gut. Da zieht's. Fäden. Ja, Fäden sind auch da. Guckt mal, wie die Jungs sich hier drüber machen. Das ist doch herrlich, ne? Und der Chef möchte auch mal probieren? Jetzt fliegt gleich wieder alles weg. Vor allem ist es schön heiß. Ich nehme erstmal hier eine Scheibe Fleisch. Jetzt muss ich jetzt erstmal das Fleisch so alleine. Hat was. Das wird gerade wie der Chili Cheese Döner. Nur nicht scharf, aber eben wirklich cremig. Cremig, sahnig. Würzig. Und dieses. Diese Käsenote außenrum, schön weiches Fleisch, wunderbar, auch sehr gewürzig. Ich merke auch eine Salznote, die dem Isbo wahrscheinlich so gut gefällt. Schön würzig. Ja, das kommt von dem... Die Nudeln auch, richtig gute Konsistenz. Von dem Fleisch, von dem Dönerfleisch ist das salzige. Ein bisschen Kräuterli drumherum. Sehr schön. Sehr gut, schmeckt frisch, schmeckt auch nicht hier nach Konservierungsstoffen und fropfig, ist also wirklich eine feine richtig. Sache. Ja. Wir werden das jetzt hier noch wegspachteln ein bisschen. Sind wir gespannt, was die zweite Sorte kann. Oh ja. Aber das erklärt uns gleich der Carryman, was die zweite Sorte ist. So, da ist auch schon die zweite Portion. Und was haben wir diesmal, Monsieur Carryman? Dieses Mal haben wir eben gegrillte Gemüse, Dönerfleisch,
Und ganz, ganz speziell ist die Soße. Ja. Das ist unsere Spezialsoße. Die hatte leichte Currygeschmack noch mit drinnen und ganz, ganz, ganz leichte Schärfe. Die Afrika-Schärfe, die kennst du ja. Mhm. Da ist ein kleiner Tropfen mit dabei für den Gaumen. Aber ansonsten würde ich einfach sagen, Jungs, lasst euch schmecken. Genau. Super, dankeschön. Bitte gerne. Danke. Mit Grillgemüse. So, Isbo, du nimmst den Bottich. Isbo lieber als wäre, dass er das wirklich im Gefühl hat. Dann probieren Sie mal das Grillgemüse, Nudelding mit Afrika-Soßen, scharf und Spezialsoßen-Dings. Und hier sehe ich Zwiebelchen. Und sieht definitiv schon sehr lecker aus. Ja, wirkt auch gesund. Ne? Nicht einfach nur Döner mit Nudeln trocken, sondern gesund mit viel Gemüse drin, mit viel anderen Sachen. Ja, ich muss sagen, das ist wieder was für euch. Das davor war mit weniger scharf. Also du merkst scharf schon, oder ja. Was? Ach so. Ja. Gut, also das erste war eher salzig für den Isbo so, ein bisschen. So sonst. Wenigstens dampft der Teller und es ist heiß. Der Hannes ist auch dabei und ich finde, es sieht einfach richtig herrlich aus. Ja? Guckt euch's doch an. Hannes, was sagst du jetzt? Ich merke nichts Scharfes. Sehr leicht, also sind wirklich leichte Note. Hat er ja gesagt, eine leichte scharfe Note. Sehr, ne? Sehr leichte scharfe Note, aber muss sehr, sehr lecker. Man muss es ja nicht übertreiben, hieß es immer, deswegen eine das leicht scharfe Note. Vor allem das Gemüse ist auch noch sehr knackig noch. Und frisch, also es ist ja, frisch auf jeden ja, Fall. Sehr definitiv. Leute, das Gemüse, das knackt noch. Jetzt muss ich gehe mal hier in die Mitte rein. Nehme hier mal, oh mein Gott, das ist doch eine, na, hier. Aubergine. Mit einer Nudel noch dran. Oh mein, und es dampft und es ist. Ich glaube, ich verbrenne mir gleich die ganze. Ist aber sehr, sehr lecker. Oh. Noch eine Nudel hinterher. Hey, ich finde das so gewürzt. Richtig genial. Ja. Das erste war wirklich ein Isbo-Science. Das hat mich jetzt schon gecatcht, sage ich mal. Ja. Schon. Es ist würzig, es ist nicht zu scharf, aber es hat ordentlich Bums, es schmeckt nach was. Und es sieht einfach verdammt gut aus. Sehr auch gerade diese Soße hier, die Soße macht es auch. Es ist alles nicht zu trocken, es ist wirklich alles schön sehr in dieser Soße, diese Soßennudeln. Das ist sehr gut abgestimmt, finde ich. Muss ich echt sagen, sehr gut abgestimmt. Ich bin ja nicht so der Gemüsefan, aber hier drin passt das, weil das so gut gewürzt ist, ja. Dann gucken wir mal, was die dritte Portion sagt, denn das müsste dann Arrabbiata sein. Ob die jetzt... Willst du die probieren trotzdem, ja? Traust du dich? Oh, ich glaube lieber nicht, die lasse ich euch mal machen. Wir gucken uns dann Arrabbiata noch an und deswegen gleich die dritte. So, und da ist ja schon die dritte Portion, der dritte Teller. Und guck mal, das sieht jetzt schon richtig feurig aus, denn das ist was, Monsieur Kerrymann. Das sind Penne Arrabbiata in der Art, also wie bekannt, frisches Petersilie, frische Chilischotten und Dönerfleisch, Knoblauch und einen feinen Gewürz vom Vegeta. Okay, ah, Vegeta hier, Dragon Ball, kennst du doch, ne? Alles, was der Isbo braucht. Gut, dann werden wir den jetzt testen. Dankeschön, der dampft auch wieder. Lasst richtig. Euch schmecken. Wunderbar. So, willst du meine Gabel nehmen? Nein, habe ich halt. Ein Stück Fleisch oder eine Nudel oder sonst was. Gut, der Isbo, der möchte nicht. Der hat von gestern noch genug. Wenn was Scharfes ist, ist er jetzt immer vorsichtig. Deswegen würde Hannes sich jetzt hier mal was reinziehen. Oh, bin der Hannes. So ungefähr. Oh, es ist geil. Es ist geil. Guckt euch das an, wie geil es ist. Einfach nur geil. Und ich feiere einfach trotzdem hier diese Ablage und dieses Brennende im Hintergrund. Und dazu diese brennenden Roten-Nudeln. Das ist einfach der Hammer. Sieht gut aus. Ich stehe jetzt hier zehn Scheide, zu Zeit schinden, damit es noch ein bisschen abkühlt. Damit ich mir nicht meinen Mund verbrenne. Ja, aber es ist ja nur scharf, wenn es heiß ist. Deswegen, warte, wir schieben uns mal schnell eine Gabel rein. Ist das jetzt meine? Jo. Ja, die liegt einfach so verloren da rum. Jetzt muss ich aber mal das machen, was ich vorhin... Ich muss erst ein Stück Fleisch raussuchen. Das habe ich nämlich vorhin verschwitzt. Das ist einfach nur himmlisch. Da habe ich mir das ganze Gemüse rein. So, erstmal das Fleisch. Das ist einfach nur genial. Isbo, probiere mal.
Das zweite war deutlich schärfer wie das. Ich sag's dir, das ist eigentlich wirklich fast wie nur ein Tomaten-Dings. Also du brauchst da keinen Schiss vorhaben. Das schmeckt natürlich dadurch fruchtig, tomatig. Mmh, genial. Also was macht der mit den Nudeln immer? Das schmeckt wie das so, hat so eine leichte Käsenote. Als ob da Käse drüber gestreut ist, irgendwas, wie wenn ihr eure Spaghetti macht oder so. Klingt auf jeden Fall wieder sehr interessant. Ihr könnt hier in dem Haufen rumwühlen, ihr könnt hier oben wegnehmen. Ich muss sagen, trotzdem, das schmeckt zwar fruchtig und schön tomatig, also wer eher so sagt, er isst gerne Nudeln mit Tomatensauce, ist hier gut bedient, denn es ist nicht wirklich extrem scharf, es ist nicht wirklich sehr scharf, es ist halt einfach Arrabbiata, ein bisschen würziger, aber ja. Ich würde trotzdem nicht scharf sagen. Mein Favorit wird also wahrscheinlich das zweite sein, weil das mehr Schärfe hatte als das jetzt und durch das ganze Gemüse es was anderes ist, als ich so kenne und sonst esse. Mhm. Mhm. Aber da muss ich auch sagen, der Favorit ist top, also wäre das zweite. Es ist zwar super hier, das Teil, aber Favorit ist definitiv auch das zweite. So, und ihr seht, es sind wirklich drei verschiedene Sorten, die unterschiedlicher nicht sein können. Für jeden was dabei, wer eher so auf Nudeln mit Tomatensauce steht und einfach mal kurz so Spaghetti-Teller essen will, der greift hierzu, auch wenn es keine Spaghetti sind. Ja. Wer das salzige Typ ist, der gerne auch hier einfach es mild mag, der greift zum ersten. Und wer richtig Gemüsefetischist ist und auch Würze mag, der greift zum zweiten. Und so ist für jeden was dabei. Und das Ganze gibt es eben nicht nur auf einem Teller, sondern auch in einer Dönerbox. Dass ihr so einen Papp habt, ist auch günstiger dann, weil dann wahrscheinlich auch weniger drin ist. Dass ihr das da schön rausschaufeln könnt, finde ich eigentlich auch cool von der Verpackung her. Und ansonsten gibt es auch einen ganzen Teller voll. Das waren jetzt Probierteller für uns, mal so eine kleine Portion. Aber wenn ihr dann einen ganzen Teller esst, ist das trotzdem eine feine Mahlzeit. So, wir haben auch noch andere Gäste sitzen. Da können wir auch mal kurz schauen, was es da so gibt und wie es da so geschmeckt hat. So, servus hier an die Mannschaft. Guckt doch da mal drüber hier, was leckere Essen, zack. Und das schmeckt, ja? Schön, sehr lecker. Ihr seid öfters sehr hier? Öfters mal. Hat er gesagt, das sind gute Kunden, gute Bekannte, alles so. Also zweimal die Woche hier. Zweimal die Woche. Und es schmeckt immer. Genau, wunderbar. Wir nehmen uns die Zeit, dass wir herkommen und richtig essen. Genau. Beste Essen. So ist es. Und das ist euer Lieblingsessen jetzt? Oder genau. Ist es so? Ja, gewappnet, super. Genau, mit viel Salat drauf. Viel Salat, Pommes, super. Wir haben die Pommes auch gestern getestet, auch richtig schön würzig, auch richtig schön knusprig. Haben Sie schon die gebratene Paprika probiert? Mmh. Na, haben wir jetzt noch nicht gehabt. Wir hatten gestern eine kleine Chilischote bei uns noch drauf rumliegen. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Ist ganz schön, ganz lecker. Okay. Sehr schön. Ist bestimmt auch ein bisschen scharf, ja? Ein bisschen, ja. Ja, da wisst ihr ja, was wir noch machen müssen. So. Dann bedanke ich mich erstmal bei euch, Jungs. Gerne, gerne. Peace. Und natürlich auch am Kerry im Bismann, ja, weil der nämlich immer einfach, der ist einfach sympathisch, der ist einfach nett. Du gehst einfach hier gerne her und es schmeckt auch zusätzlich immer noch wunderbar. Also ich empfehle es jedem, Heidemannstraße, kommt hier vorbei. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ihr werdet es nicht glauben, jetzt waren wir schon fast zu Hause. Das sagt der Kerrymann, weil er so sympathisch ist und so nett und so. Oh Jungs, kommt noch mal her hier. Ich habe da noch einen Grillteller vorbereitet. Den müsst ihr euch mal noch reinziehen und schaut euch das doch mal an. Ein ganzer Grillteller. Was ist da jetzt alles drauf, Monsieur Kerrymann? So, da wir ja verschiedene Gerichte in unserer Küche haben, ist das einfach der Balkanteller. Balkanteller. Balkanteller, das ist eine gemischte Grillteller. Wir haben hier hausgemachte Cevapcici, ja. Hausgemachte Köfte. Köfte. Dann haben wir das sogenannte Sucuk. Ach, das ist Sucuk. So in heißt die Katze von einer Freundin von mir, die heißt auch Sucuk. Hallo Sucuk. Grüß dich. Dann haben wir auch so eine kleine Würste noch mit dabei. Und Putenfleisch von Döner. Ja. Und ein paar Pommes, die euch gestern so lecker geschmeckt haben. Und hier die tollen Paprika, die die Kollegen gerade empfohlen haben, diese gegrillten Paprika, oder? Genau, da habe ich jetzt gleich welche noch mit drauf getan, die könnt ihr euch davon überzeugen. Oh, eine für den Hannes und eine für den Isbo. Oh, da habe ich ja leider gar keine, ne? Da muss der Isbo jetzt essen. Danke schön. So, Sucuk! Nein! Isbo, du kriegst das Würstchen hier hinten, das sieht gut aus. Ja. Auch das essen wir jetzt einfach, oder? Könnt ihr jetzt hier nicht zeigen, wie der hier seinen Sucuk reinzieht. Nein, aber guck doch mal, ey.
Wo findest du sowas? Wo, was, wie, wo? Habt ihr auch gesehen, die anderen auch gesagt, gehen gerne hierher, alles wunderbar, immer beste Zeit. Ne? Ortige. Oh. Und der Hannes ist auch noch, komm dann. Oh, hier gibt's noch Fladenbrot, das habe ich jetzt. Gut, danke dir. Guck mal, es ist noch Fladenbrot gefunden. Juhu. So, wir hauen jetzt aber rein. Das wird schon schmecken, ne? Es ist ja Sucuk, ne? Also die Katze von der Eva. Das muss passen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bums.